Setze dich in den Lotus oder einen anderen kreuzbeinigen Sitz. Achte darauf, dass dein Oberkörper gerade ist, Schultern, Nacken und Kiefer ganz entspannt. Deine Hände liegen locker auf deinen Knien, Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft. Bei der Schnellatmung forcierst du nur die Ausatmung aus dem Zwerchfell heraus und lässt die Einatmung von ganz alleine durch die Nase in dich fließen. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, sonst kann es zum Hyperventilieren kommen. Atme nun noch einmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Noch einmal tief einatmen. Und wir beginnen. Ausatmen, tief einatmen, halte jetzt deinen Atem an und ziehe währenddessen deine Beckenbodenmuskeln kräftig nach innen und oben. Konzentriere dich auf dein Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum, während du den Atem anhältst. Visualisiere eine orangene Kugel am Ende deiner Wirbelsäule und lasse sie langsam immer größer werden. Spüre die Wärme von dieser Kugel. Sie strahlt vom Ende der Wirbelsäule bis in deinen Bauchraum hinein. Atme nun langsam und bewusst aus und löse die Anspannung im Beckenboden. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Tief einatmen. Zweite Runde. Ausatmen, wieder tief einatmen, den Atem anhalten und Beckenbodenmuskeln kräftig anspannen. Geh mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu der orangenen Kugel und lasse die Wärme von ihr an deiner Wirbelsäule nach oben gleiten. Kapalabhati reinigt die Lungen, stärkt das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskeln. Während die Wechselatmung eher beruhigend und harmonisierend wirkt, aktiviert Kapalabhati und löst geistige und emotionale Verspannungen. Atme langsam und bewusst aus, löse die Spannung im Beckenboden. Noch einmal tief ein- und ausatmen, tief einatmen, letzte Runde.
Ausatmen und wieder tief einatmen. Den Atem anhalten, denk an den Beckenboden. Lenke nun deine Aufmerksamkeit wieder zu deiner orangenen Kugel. Lasse die Wärme über deine ganze Wirbelsäule nach ganz oben bis zum Scheitelpunkt deines Kopfes strömen. Spüre die Wärme und tauche tief ein in das Orange. Atme dann langsam wieder aus. Löse die Anspannung im Beckenboden. Halte deine Augen noch einen Moment geschlossen und spüre einen Augenblick nach. Lass den Atem frei fließen.